In diesem Video-Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit statischen Seiten auf Ihrem Weblog arbeiten können. Statische Seiten unterscheiden sich von normalen Artikeln dahingehend, dass sie nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden sind. Das heißt, Artikel haben meistens den Tagebuchcharakter, das heißt, sie sind an einem bestimmten Tag veröffentlicht worden und haben einen Bezug zu diesem Tag, indem sie zum Beispiel den Prozess eines Lernprozesses darstellen sollen. Statische Seiten eignen sich hingegen, um generell gültige Informationen zur Verfügung zu stellen, also zum Beispiel eine Profilseite oder das Zusammenschreiben eines Lernprojektes oder die Beschreibung eines Lernprojektes, also dauerhaft geltende Informationen auf einem Weblog. Wie legen Sie nun eine Seite an? Hierzu gehen Sie wiederum auf das Dashboard Ihres Weblogs und dort finden Sie die Übersicht, den Übersichtspunkt Seiten. Klicken Sie auf Seiten, sehen Sie, dass bereits eine Seite angelegt worden ist von Ihnen, für Sie in dem Weblog-System. Sie können beliebig viele weitere Seiten anlegen, indem Sie auf Erstellen klicken. Haben Sie auf Erstellen geklickt, wählen Sie den ähnlichen VisiWig-Editor, wie Sie ihn in dem Videotutorial zum Erstellen von Artikeln gefunden haben, vorfinden. Das heißt, auch hier gilt, Sie können Videos einfügen, Sie können Bilder einfügen, Sie können verschiedenste Medien einfügen und genauso können Sie verschiedenste Formatierungen wie Überschrift erste Ordnung, zweite Ordnung und so weiter vornehmen. Wenn Sie eine Seite angelegt haben, ich mache das mal hier am Beispiel einer Profilseite, dann ist es hier auch wieder so, es wird ein Entwurf gespeichert und auch hier sehen Sie wieder, wie der Permalink dieser Seite aussieht. Und auch hier können Sie diesen Permalink verändern. So, ich kopiere hierfür mir einen vorbereiteten Text hier in dieses Editierfeld hinein, habe nur noch die Möglichkeit, die Diskussion entweder zu erlauben oder nicht zu erlauben. Ich nehme die beiden Häkchen hier raus, habe nun die Möglichkeit, den Beitrag zu speichern, ihn als Vorschau in der Vorschau anzusehen oder ich kann hier noch Attribute festlegen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit in WordPress die Seiten anderen Seiten unterzuordnen. Das heißt, Sie können hier Hierarchien aufbauen. Das heißt, bei mir in dem Fall, die Profilseite soll bei mir eine Hauptseite sein. Ich könnte aber auch eine Oberseite anlegen, was weiß ich, Autoren dieses Weblogs. Und dann könnte ich eine Unterseite anlegen, Profil von Auxiliator. Und das wäre ein Beispiel, um das ganze Weblog-System auch ein bisschen als Content-Management-System zu arrangieren. Das ist gerade dann interessant, wenn Sie Ihr Weblog auch als Bestandteil eines E-Portfolios sehen. Gut, ich habe das jetzt hier angelegt. Ich klicke jetzt nun auf Publizieren. Und nachdem ich auf Publizieren geklickt habe, wird mir auch hier angezeigt, Seite ansehen. Ich klicke da drauf. Ja, ich möchte mir die Seite ansehen. Und Sie sehen Profil, diese Seite wird angezeigt. Wenn Sie im Vorfeld, das hatte ich Ihnen in einem anderen Videotutorial bereits gezeigt, wenn Sie im Vorfeld ein Widget definiert haben, wo die Seiten angezeigt werden sollen Ihres Weblogs, dann werden Sie hier in diesem Widget nun auch diese Profilseite sehen. Dadurch, dass es sich hierbei um zwei Hauptseiten handelt, sehen Sie auch in diesem Widget hier, eine Seite ist eine Oberseite und Profil ist auch eine Oberseite. Wir wechseln nur nochmal zurück auf das Dashboard, weil ich Ihnen zwei diesbezügliche Plugins, also ich hatte an anderer Stelle schon mal Plugins erwähnt, also Erweiterung des Weblog-Systems vorstellen möchte, die sich genau mit dem Thema der Seiten und damit auch mit den Funktionalitäten des Content-Management-Systems auseinandersetzen. Hierzu klicken wir einmal auf Plugins und Sie sehen hier zwei Plugins, die für die Seiten relevant sind, und zwar Flexi Pages Widget, da klicken wir mal auf Aktivieren und es gibt das Plugin Page Links To. Auch dieses aktivieren wir mal. Was können diese Plugins leisten? Also das Page Links To Plugin ermöglicht es, dass Sie jede Seite, die Sie angelegt haben, auf eine beliebig andere Webseite verlinken können. Das heißt, es ist gerade dann interessant, wenn Sie verschiedenste Profile, zum Beispiel bei Xing, bei StudiVZ, also verschiedenen Social Networks haben, können Sie sagen, Sie legen eine Seite an. Das tun wir einfach mal. Wir legen eine Seite an, die zum Beispiel heißt YouTube-Profil. Profil. Und Sie geben hier unten
Page Links To die URL zu der Seite ein, die statt dieser leeren Seite geöffnet werden soll. Das heißt, ich habe das hier getan, Profilseite angegeben, ich klicke auf Publizieren und wenn ich nun auf die Startseite meines Weblogs klicke, werden Sie sehen, wenn Sie auf YouTube-Profil klicken, wird in der Tat das YouTube-Profil von mir geöffnet. Nun gehen wir ein Stück zurück und ich zeige Ihnen noch die Funktion des anderen Plugins. Das andere Plugin ermöglicht es Ihnen, dass Sie ein bestimmtes Widget, ein spezielleres Widget integrieren können. Das heißt, Sie gehen auf Designs und dort auf Widgets und dort finden Sie nun das Widget Flexi Pages. Das können Sie sich in Ihre Sidebar ziehen, per Drag and Drop, wie ich das in den erweiterten Einstellungen schon mal gezeigt habe. Und Sie haben hier jetzt die Möglichkeiten, bestimmte spezielle Seiten einzublenden oder auszublenden. Ich klicke jetzt mal hier auf Profilseiten, kann hier die Reihenfolge definieren, ob sie nach dem Seitentitel vorgenommen werden soll, ob sie aufsteigen und so weiter. Und kann hier eingeben, welche ausgeschlossen werden sollen. Zum Beispiel diese eine Seite soll nicht angezeigt werden. Klicken hier noch auf Home, soll nicht angezeigt werden. Klicken auf Speichern. Und dann werden Sie sehen, wenn wir hier auf die Startseite unseres Weblogs klicken, dass unter dem Punkt hier in diesem Widget Profilseiten mein Profil von vorhin angezeigt wird und hier das YouTube-Profil. So viel zum Thema Seiten in Ihrem Weblog. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick vermitteln. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.